Es ist schon verrückt, wie eigenständig die Indizes doch unterwegs sein können, aber irgendwie passt es dann doch immer wieder zusammen. Es ist schon spannend. Wollen wir mal drauf gucken? Der DAX aktuell ganz starke Aufwärtsbewegung zumindest mal gehabt zu haben und dann anschließend das also im Stundenchart. Wir sehen, wir sind da jetzt so ein bisschen in der Rücksetzer-Situation. Der Markt kommt wieder so ein bisschen. Also insgesamt, ja, wie wir es schon angesprochen haben, nach dieser Abwärtswackelei, das kann man ja nicht anders sagen, dass das hier ein korrektives Muster eben aussieht. Also nach dieser Geschichte auf jeden Fall erstmal in der Longschleife gefangen, offensichtlich mit Gap hier nach oben. Also ganz klar die Aufwärtsseite aktuell zumindest mal noch dominierend. Aber, und jetzt kommt das Spannende daran, wenn wir uns mal anschauen, den Nasdaq, fangen wir mal ruhig mit dem Nasdaq an. Der ist in gewohnter Manier extrem stark. Wir sehen das, der Markt pusht hier nach oben. Vorsichtig, es ist der gleiche Chart hier im Stundenchart, den wir jetzt bei den Amerikanern vergleichen. Hier im Stundenchart der Future tapfer nach oben unterwegs, so hoch wie noch nie. Also gerade hier wieder auf Erfolgskurs. Wir sehen das hier überhaupt nicht einfangbar. Gleichzeitig der S&P. Mit weniger Werf, aber immerhin trotzdem noch auf dem Weg nach oben. Wir sehen das ebenfalls hier auf oder ja, kann man so sagen, Höchstkurs unterwegs. Und jetzt gucken wir uns mal den Dow Jones an. Ebenfalls der Stundenchart. Also, wir sehen, hier ist es ganz anders. Im Gegenteil, hier haben wir eine starke Abwärtsbewegung. Nochmal ganz kurz so zum Vergleich. Hier die letzten Bewegungen, zack, nach oben weg. Der breite Markt, der Hightech-Markt nach oben. Allerdings die Blue Chips im Moment sehr stark nach unten. Und witzigerweise zeigen die sogar ein Schema, was wir typischerweise für ein bärisches halten, nämlich eine starke Abwärtsbewegung und eine relativ wackelige auf der Aufwärtsseite. Und ich fühle mich sogar geneigt zu sagen, falls der Kurs hier unten durchgeht, es ist nicht gesagt, dass er es tut, aber falls der Kurs da unten durchgeht, dann sollte sich die Bewegung hier nach unten nochmal fortsetzen. Das wäre mehr als typisch. Mal gucken, vielleicht machen wir das gleich als Trade des Tages mit unseren konkreten Ideen, wie man das Ganze umsetzen kann. Aber das auf jeden Fall mal wichtig zu sehen. Witzig, weil völlig anders. Das kann doch nicht sein. Die Märkte müssen doch im Gleichklang sein. Nein, müssen sie offensichtlich nicht. Denn wir sehen, dass wir hier eine ganz große Diskrepanz haben zwischen dem sehr starken Hightech-Markt, zwischen dem einigermaßen okay liegenden breiten Markt und den ganz schwachen Blue Chip Index. Wohin das Ganze führt, ob das vielleicht jetzt hier dazu führt, dass auch dann der Hightech-Markt mal ein Päuschen macht. Das heißt ja nicht, dass der jetzt gleich dann das zu Fall bringen muss. Das ist immer spannend zu sehen. Viele sagen, ah, hier gibt es ein bärisches Zeichen. Jetzt muss es dann zu Fall gehen. Wir denken viel zu häufig in Extremen. Wir dürfen nicht vergessen, auch hier ging der Markt ja mal ein bisschen runter im 4-Stunden-Chart beispielsweise. Und was war es letztlich? Naja, eine Korrektur. Die ist vorne mal ein bisschen zügig gewesen, hat er in der Mitte ein Päuschen gemacht, hinten nochmal zügig. Fertig, anschließend weiter nach oben. Das ist auch nichts Außergewöhnliches. Das hatten wir ja hier immer wieder mal zwischendurch, dass wir solche Unterbrechungen mal hatten, hier wackelig A, B, C oder hin und her auf der Abwärtsseite. Vielleicht entpuppt sich auch genau das nur als ein solches. Also, aber es wäre zumindest mal ein Hinweis, dass Päuschen hier erstmal anstünde, dass anschließend, falls wir dann die Oberseite nochmal wieder triggern, wohlgemerkt anschließend dann wieder für Longs eben werben würde. So, wie machen wir das dann hier bei diesen Indizes? Soll man da jetzt dann auch Short gehen? Nein, es gibt in diesem Markt aktuell null Anzeichen für Short. Deshalb, ich gucke zwar gerne Cross-Market, das heißt, ich schaue mal, was macht der eine, was macht der andere, dann hat man einen Vergleich. Aber bitte nicht davon ableiten, oh cool, da sehe ich ein Signal, dann setze ich das jetzt hier um. Denn die Marktteilnehmer im Tech-Bereich offensichtlich alles andere als auf bärischer Stimmung unterwegs. Und solange das der Fall ist, ist Kaufen sinnvoller als Verkaufen. Allerdings, auch hier gilt natürlich idealerweise nach irgendwelchen Rücksetzern, ob die kleiner sind, ob die größer sind. Da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen. Das gibt da immer wieder irgendwelche Korrektivmuster, die dafür einladen in einem starken Trend. Im Großen gibt es das. Das gibt es allerdings auch immer wieder im Kleinen. Also da ist immer wieder was zu finden, um dann gegebenenfalls reinzukommen. So, also das will ich mal jetzt in diesem Moment so stehen lassen. Ich drücke allen die Daumen, dass sie auf der richtigen Seite liegen. Notfalls bei dem einen Markt so, bei dem anderen Markt so und dann mal gucken, wie weit das der Markt dann auch tatsächlich bringt. In diesem Sinne euch allen alles Gute und ganz liebe Grüße.